Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Dead Space, das Remake. Wie lange habe ich da drauf gewartet? Aber ich habe es jetzt dann doch relativ lang vor mich hingeschoben. Wir haben jetzt den 2. März, aus meiner Sicht. Ich game mich schon eine Weile draußen, aber ich war ja noch mit God of War und Guardians of the Galaxy noch voll. Mit meinen Slots. Habe jetzt heute quasi die erste Folge Hogwarts Legacy auf den Kanal gebracht. Und jetzt kommt dann quasi das Nachfolgeprojekt, das God of War jetzt ersetzt hat. Wenn ihr das seht, hat es ja schon ersetzt. Weil mit God of War bin ich jetzt in der witzigen Zeit natürlich schon durch. Oh, Dead Space. Das war damals ein Ritt, als ich das Original damals gespielt habe. Das zweite wirkliche Horrorspiel, was ich als Horrorspiel auch empfunden habe. Weil ganz früher weiß ich noch, dass, wo ich mit dem Zocken angefangen habe, da war das Horrorgames nicht so meins. Da hatte ich da immer einen riesen Bogen rundum gemacht. Was das Eis für mich ein bisschen gebrochen hat, war dann damals Bioshock 1. Auch wenn das kein Horrorspiel ist, die ersten Sequenzen, wenn man da in Su Chongs Klinik kommt, die fand ich als kleiner Bub zu der Zeit doch schon ziemlich gruselig. Und irgendwie kam dann die Sache mit Dead Space und das hat dann für mich die Sache gebrochen. Also von da an war nichts mehr irgendwie so gruselig. Aber ja, Dead Space war ein geiles Game. Ich wollte es schon lange mal aufnehmen, das Original. Da hat mir meine Grafikkarte aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil beim Starten ich immer das Problem hatte, dass so vereinzelt Artefakte sich gebildet haben, die so krass waren, dass man nicht mehr spielen konnte. Da musste man das Game ausmachen, wieder anmachen, ausmachen, anmachen, ausmachen, anmachen und dann lief es irgendwann wieder. Da konnte man wieder eine Weile spielen und dann kam es irgendwann wieder. Problem ist nur, wenn ich das für mich privat mache, geht es ja noch, aber für eine Aufnahme ist das einfach nichts. Da muss es technisch schon funktionieren. Wobei von der technischen Funktionalität ich mich jetzt hier noch nicht überzeugen konnte. Ich habe es noch nicht gestartet. Ich habe lediglich die Einstellungen mir mal angeguckt. Habe hier noch ein bisschen was benutzerdefiniert eingestellt. Ich habe keine Ahnung, ob das so packt oder ob ich da noch was abziehen muss. Das sehen wir dann. Bin mal gespannt. Hab sehr viel Gutes gehört. Aber auch schon mich ein bisschen nicht eingelesen, aber schon ein paar Videos gesehen. Und ich habe einfach Bock, das mal wieder selber zu erleben. Also, nicht lang schnacken. Machen wir weiter. Helligkeit lassen wir gerade mal so, wie es ist. Wie sieht es denn in der Aufnahme aus? Na, ist okay. Aufnahme muss ja mal ein bisschen heller sein als mein Monitor. Okay. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weißt du das, Nico? Ja, hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Schöner Wiedereintritt. Willkommen auf Legacy. Stell dir vor, du müsstest 6 Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Wege 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt.
Wo ist sie? Da. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Über was du deinen Daten Zugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. Du hast schon mal sehr viel Vertrauen in der Crew. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Was ist das denn? Da ist wohl das Kommunikations-Array-Defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnston, bringt uns rein. Gravitationsstrahl aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Wow. Ich verliere die Kontrolle. Wow. Daniels. Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße, wir sind zu schnell. Oh. Chad, auf den Notstabilisator. Da, das blaue Licht. Das könnte uns abbremsen. Schon schön Tolle Bruchlandung. Bin okay. Geht schon. Hey Johnson, ist okay. Da hat er den Nachlader ein bisschen vertuscht. Ich glaube, er ist gebrochen. Scheiße. Besser als ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Jan, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnston, bleib du auf der Kallion. Wir schicken einen Sunny. Alle anderen zu mir. Ja, jetzt kann ich steuern. Ja, Moment. Ich muss zum Beispiel den Anzug angucken. Ah, das sieht schon geil aus. Man sieht richtig, dass es Leder sein soll. Was macht der Knöchel? Tut verdammt weh. Aber ich komm schon klar. Geht mal vor. Ich verbinde ihn. Na gut. Schon mal ein Unterschied. Im Original ist die Pilotin oder Pilot, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch eine Pilotin war im ersten Teil, verreckt. Muss ich mir nachher angucken. Okay, jetzt nichts mehr. Jedes Eck angucken. Gut, dass ich die Untertitel angemacht habe. Ja, Moment. Muss ich dann nachher mal lesen. Wenn wieder ein bisschen Ruhe ist. Ja, Moment. Alter Mann, KD-Zug. Muss mich ja umsehen.
Ah, die Atmosphäre, wie kribbelt schon den Namen. Ich weiß ja, was passieren wird. Na, immerhin ist das Signal noch da. Melden wir uns mal an. Die Soundatmosphäre wieder. Isaac, synchronisier deinen Rig. Wie mache ich das? Isaac, synchronisier deinen Rig. Oh je, ist doch mehr zu lesen. Isaac, synchronisier dein Rig. Muss ich mir dann mal bei... Wieso musste ich das machen? Rick synchronisiert. Erfasse Kinese- und Stase-Module von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Erreicht der Sicherheitsdienst nicht. Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Hey? Alles dunkel, toll. Ah, okay, das ist heilen. Wir hatten es eilig. Das mit Geld mitnehmen, ganz wichtig. Wo ist das Sicherheitspersonal? Speicherpunkt. Es ist nichts vermerkt. Textlock. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Auch bitte mehr. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Ja, das Feature war ist geil. Wo geht's lang? Da geht's lang. Ich will andere Weg gehen. Generell, wie das Ganze hat aussieht und dass man alles so eingeblendet bekommt. Leite den Strom zum Aufzug um. Was denkst du, was ich hier mache? Isaac, versuch's mit der Sicherheitskonsole. Hm, okay. Ist immer hier noch nicht. Wie wechsle ich die Etage? Ja. Also, okay, dann muss ich nur den Pfeiltasten tauschen. Ja, nur keine Hektik. Alles terminiert. Kommt ja keiner weg. So. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, her mit dem Schadensbericht. Ja, das ist Blut, Isaac. Guck's dir genau an. Isaac, versuch's mit der Sicherheitskonsole. Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die halbe Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails.
Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder Saft haben. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein, die Quarantänesysteme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja, ich hör's. Hammond? Ganz ruhig. Da kommen sie. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Oi! Wach auf! Weg hier! Hey. Uff. Alle, wie sehen wir aus? Leck mich am Arsch. Bist du voll mit Blut? Ah, Muni. Und Money. Und da kriegen wir ihn. Den Plasma Cutter, die ikonische Waffe von Dead Space. Cut off der Limbs. Gliedmaßen abschneiden. So, dann basteln wir mal. Mit Leertaste wieder, wie gehen wir immer? Muss ich noch was einstellen, das gefällt mir so nicht. Steuerung. Steuerung anpassen. Es bleibt. Nachladen ist hier. Den Nahkampf hat. So. Der hat sogar das übernommen. Das ist ja doof. Okay. Ist auf Q irgendwas? Mit Rolle. Speichern. Da. Kampfer, das wollte ich haben. Stampfen. Zum Glück ist da ein Lämpchen dran, hey. Fühlt sich's gar nicht so schlimm.
Achso. Rampen. Ja, du hast nichts fallen lassen. Immer ganz wichtig, alle Leichen zu stampfen. Da lang. So. Den kannte ich schon, den Jumpscare. Na gut, ich kenne ich nicht mehr jeden im Detail, aber viele kenne ich noch. Sicherheitsanfrage abgerufen. Es ist nicht gestorben. Wir haben ihn genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben. Mit musste ihm die verdammten Arme und Beine wegschießen. Wir brauchen Hilfe. Ja gut, da hätten wir jetzt den Hinweis bekommen. Aber spätestens jetzt hätten wir es begreifen müssen, weil sonst hätten wir bei dem Viech das ganze Muni-Pack verbraten und nicht bloß für einen Schuss. Das klang komisch. Elf-Kit. Okay, wir haben den Plasma-Cutter. Der ein ganzes Slot direkt wegnimmt. Nervig. Sorry, da muss ich kurz einen Schluck trinken. Katzen im Hals gerade. Zehn Schuss noch in Reserve. Hey. Isaac, du hast es geschafft. Mein Gott. Knapp. Die sind überall. Chen ist der... Erst. Tod. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinger? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Okay. Mission. Da brauchen wir die Platine. Da können wir speichern. Was ich auch gleich mal tun würde. So. Der muss zum Zerstampfen. Nee. Ah. Muni. Sehr gut. Sehr gut. Monorail-Tunnel. Acht und Gepäck.
Wo geht das lang? Da lang. Machen wir erstmal das. Ja, klar. Keine Energie. Ah, hier waren wir vorhin. Ah. Du hast noch gelebt? Pech. Schalte ich das mal ein. Was soll ich denn hier hinten öffnen? Was war das? Vorher nicht so geleuchtet. Wow. Bleibst du draußen oder kommst du rein? Knoten! Jawohl. Damit können wir nachher den Anzug und die Waffe upgraden. Speicherpunkt. Immer schön speichern. Ich weiß ja, auf Hardcore hat man nur 3 Speicherpunkte pro Durchgang. Also durch den Durchgang des gesamten Games. Das finde ich Hardcore. Sehr hardcore sogar. Isaac, mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das fällt dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Kommt sie das denn auf, oder kann sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Noch mal einer? So. War unten noch nicht fertig. Oh, mittleres Healthpack.
Komm nur. Okay. Beschuss haben wir. Da oben. Immer schön umgucken. Aufzug. Jetzt da hoch. Den anderen Weg nochmal angucken. Einmal hier eine Runde gelaufen. Seht ihr nochmal, was es ist? Büro. Ach, du liegst doch schon da. Okay. Nicht? Sie liegt auch komisch da. Immer schön Muni mitnehmen. Einer von euch musste ja eine Falle sein. Okay, ich habe nur 2 Punkte zum Vergeben. Textlog. Reparaturbericht. Haben wir jetzt 89 Schuss, klingt doch gut. Und was ist das? Halbleiter, es gibt Kohle. Aha. So, Wartungsraum braucht Strom. Wo nehme ich ihn weg? Lichter oder Aufzug?
Wenn ich den Aufzug wegnehme, wie komme ich hier weg? Muss die Lichter wegmachen. Ohne Aufzug komme ich hier nicht mehr weg. Nein, 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 nein. Ja, ja. Kommt nur. So. Wusste er, dass er kommt? So, runter. Okay, das hat mich 15 Schuss gekostet. Bank, jawohl. Platine. Credits. Muni Muni. Nochmal ein Textlog. Pokerabend. Ah. Wir wollten einen Pokerabend machen. Ah. Upgrade-Knoten. Nutzen wir gleich mal. Verbessere Waffen und Rig mit Hilfe der Werkbank. Waffen ausrüsten. Verbessere die Fähigkeiten der ausgewählten Waffe oder des Rigs, indem du Energieknoten in ihr Upgrade-Diagramm investierst. Neue Upgrades freischalten, um Zugang zu einzigartigen Upgrades zu erhalten. Um das Upgrade-Diagramm der Waffe zu erweitern, und bringe Upgrade-Teile zur Werkstatt, also Upgrade-Punkte, Knoten. Man kann sie mit Geld zurücksetzen. Tu mal alles in die Waffe. Mir mal das Wichtigste. Was werden das erste beim Anzug? Schadenspunkte. Und die anderen, die werden erst freigeschaltet, wenn ich den nächsten Anzug habe.
So, wir haben einen Schuss mehr im Magazin. Yay! Isaac, wir können nicht mehr lange bleiben. Ich höre, wie sich etwas bewegt. Gleich fertig. Ich habe eine Platine gefunden. Jetzt muss nur noch die Monorail fahren. Okay, Daniels, achte auf die Tür. Noch einer. Gehört das denn noch einer, aber. So, dann können wir hier speichern. Und es lief genauso raus, wie ich es gedacht habe. Denn ich habe mich dazu entschieden, da ich ja diese Wochenend-Let's Plays ja jetzt nur noch 2 Folgen mache. Eine Zeit lang hatte ich das so gemacht, 5 Folgen wochentags, also jeweils eine, und 4 Folgen am Wochenende, 2 samstags und 2 sonntags. Das habe ich aber dann aus zeitlichen Gründen umgeschmissen, weil ich es einfach so nicht hingekriegt habe. Mitten in God of War wollte ich es jetzt auch nicht ändern. Mit Dead Space versuche ich das jetzt mal anzufangen, dass ich jetzt 10 Minuten mehr gebe. Also dass ich quasi sage, 40 bis 45 Minuten Folgen. Und hier ist ein guter Punkt, um den Cut zu machen. Also maximal 45 Minuten ist mein Ziel. Und bei 40 fange ich schon an mit der Abmod. Also so wie früher bei, ich sag mal, 28 bis 30 Minuten, habe ich mir jetzt 40 und 45 Minuten mal vorgenommen. Macht auch Sinn und das hat jetzt auch gut hingepasst. Nach einer halben Stunde wäre eigentlich hier Pause gewesen, aber der ganze Ding da drin hat doch noch mal 10 Minuten gegeben. Mit Adbot Anmod komme ich für die erste Folge für 3/4 Stunde, was ich so eigentlich auch forde. Ja, in der Hinsicht sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt euch mit mir gegruselt und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann müsst ihr liken, subscriben, die Welt verteilen, wenn ihr es noch nicht scheiße getan habt, die Notation mal aktivieren, so dass ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet YouTube euch nicht benachrichtigen, was von uns abgeht, gibt es auch den Twitter-Kanal, für den ihr mit Followern drücken könnt und einstellen könnt, dass alle Features angezeigt werden. Und jetzt bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen!